Hello everybody und damit herzlich willkommen zurück zu Bivos Tech Pack. Immer noch mit mir, Herr Okami, und völliger Überforderung. Ja, eh und je, kennt er ja nicht anders, ne? Was soll's daher auch anderes sein? So, machen wir hier mal ganz kurz. Denn wir brauchen mal. Ja, können wir gleich mal ein bisschen mehr, haben wir schon. Können wir das runterholen? So, den da und den da und den da und den da und haben wir. Hallo? Oh, Redstone fehlt! Mensch, sagt das doch einer. Redstone fehlt. Das fehlt. Können wir gleich mal gucken. Ich glaube, dann brauchen wir dann keinen Redstone. Doch, da brauchen wir auch wieder. Das heißt, drei Redstone. Drei Redstone und das Übliche. Und zwei Flint. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach mal ein bisschen Redstone generell hoch. Damit wir so vielleicht, keine Ahnung, 16 Stück oder so hier oben liegen haben. Und damit dann schon mal so ein bisschen was haben. Auf jeden Fall auch davon ein bisschen was. So, das sollte erstmal reichen. Für unseren Generator will ich noch so ein bisschen Kohle holen, damit der nachheizt. Nachproduziert, nachenergetisiert. So, da, bitteschön. Wunderbar. So. Hat er was zu tun? Hat er da? Ja, hat er. So, hier haben wir auch wieder Kuppe. Das Kuppe lasse ich aber erstmal unten. Da haben wir Tin. Rint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 
Brauchen wir im Moment, glaube ich, auch noch nicht unbedingt. Cyclic Assembler Craft Items. Ja, nett. Können wir also selber Items craften. Infuser, Charges, Items. Ob ich mit dem, das ist jetzt tatsächlich etwas, was ich noch nie ausprobiert habe, ob ich mit dem Teil vielleicht unsere Surtris Squads auch aufgeladen bekomme. Okay. Lead Ingots. Müssten wir mal gucken, ob wir den vielleicht... Silver haben wir. Also wir haben hier auf jeden Fall noch so ein paar Maschinen, die hier hin müssen. Nachher wird es dann hier auch eben so doppelt dreistöckig werden. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten anstellen. Das habe ich nämlich, wenn ich ehrlich bin, nämlich noch nie ausprobiert. Und das könnte sogar sein, dass das vielleicht funktioniert. Naja, also davon haben wir jetzt wirklich genug. Wenn wir jetzt noch ein bisschen von dem Dingsdumsi da machen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. Dann haben wir auch gleich noch ein bisschen mehr Kabel. So, da bitte kurz rein. Zack und zack. Das könnte sich gut ausgehen. Legen wir uns erstmal schlafen und denken drüber nach. Dann muss ich auch gleich nachfüllen, den Tee. Krablams. Das habe ich wirklich noch nie benutzt. Das reizt mich jetzt gerade ungemein, das auszuprobieren. Also, wir brauchen 4 Glas, Lead Ingot und einen Redstone Block. Lead, 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 Lead. Und wir haben Lead Ore. Das ist doch schon mal geilo. Warte mal, wie viel brauchten wir? Was hat er gesagt? 4 Stück. Machen wir uns mal 8. Ein Hoch auf die kleine Maschinierung, die wir jetzt, ja, Mechanisierung. Ich brauche das Zeug nicht mehr von Hand kurbeln. Das macht schon sehr viel wett. Und wir brauchen hier auf jeden Fall dann halt Energiespeicher. Was haben wir hier? Hold Shift for Dittles. Ja. Autonomous Activator, Terrence Mesher. Ja, okay, sagt Null Pfeiler. Strongebox. Okay. Mithin, ich weiß nicht, wie viele Teile da rein können. Habe ich nicht ausprobiert. Machine Frame, kennen wir ja schon. Matter Frame. Energiezellen könnte man natürlich auch machen. Okay. Ja. Rehardet. 2 Millionen RF. Das ist schon mal gar nicht mal so wenig. Vor allem, wenn wir mal sehen, dass wir da auch wieder das theoretisch nur verbräuchten. So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz... Ja, komm schnell, mach das noch weg, das eine Ding da. Vielen herzlichen Dank. Also ihr könnt es mit Kabeln wirklich tothauen. Erstmal. So, aber die Energie wird langsam etwas schwach, ne? So... Machen wir erstmal wieder neue Kabel, schnell. So, wir machen jetzt was völlig anderes, was ich eigentlich tun wollte. Aber es ist ja auch egal. So, Krabums. Kabel. Da haben wir ein bisschen Platz da drin. Wo schmeißen wir die denn erstmal hier rein? Alles klar. Wie gesagt, wie viel wir hier am Ende wirklich an Leitungen und Anschlüssen und ob was umbauen, sind wir wahrscheinlich auch nicht vorgefeit. Was ich jetzt hier mache, ist ja wirklich erstmal rudimentär. Oben drüber möchte ich eigentlich die Energiespeicher setzen. Also jetzt erstmal hier, müssen wir mal gucken, auf welchen wir dann da hinsetzen. So. Ja, keine Ahnung. Machen wir erstmal so. Sieht doch schon mal gut aus. So, 8 Lead Ingot. Aber das ist jetzt, das reizt mich jetzt gerade wirklich, das herauszufinden. Ich bitte dies daher auch zu entschuldigen. Haben wir hier noch ein bisschen Kohle drin? Nee, haben wir leider nicht.
Jean Deponade. Das heißt, du musst nochmal kurz raus, weil wir brauchen erstmal das da. Wir brauchen erstmal Glas. Und wir brauchen wieder was zu essen. Viel wichtiger. Ja, der würde schon wieder funktionieren. Der Toast funktioniert schon mal wieder. Das ist gut. Das können wir noch nicht wieder essen. Vielleicht aber jetzt. Noch nicht. Noch nicht. Okay, komm. Hauen wir uns noch einen Kaffee hinter. So sind wir erstmal wieder gefüllt. Alles klar. Energie. Energetic. So, Tingier kennen wir ja schon. Also, Tingier. Krabum haben wir das Tingier schon mal. Da brauchen wir Lidglas und vor allem. Ich bräuchte unbedingt noch so ein Table. So, da werden wir gleich noch ein bisschen Redstone holen müssen. Denn wir brauchen hierfür Redstone, das heißt ein Gold. Und zwei Silver können wir schon mal rausnehmen. Und Redstone holen. Gut. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, dass wir jetzt gerade mal ein bisschen mit der Maschinerie hier rumspielen. Ist Abwechslung zum letzten Mal, wo wir halt hauptsächlich gemeint haben. Die Folgen sind trotzdem, wie gesagt, wieder etwas länger. Ich wiederhole, es wird nicht auf Dauer so sein, dass die über 20 Minuten haben. Das ist jetzt irgendwie wirklich gerade so. Ich möchte einfach ein bisschen was schaffen. So, was brauchen wir denn noch? Jetzt haben wir den. Dann brauchen wir Silver Ingot? Tichchen? Ach, das ist Aluminium. Bah! Silver, Tin, Silver Ohr, Silber, zack, zack, Wumpa. So, kurz ab in den Pulverizer. Das Glas schon mal rausgeholt. Cutie! 3 Magmatic Sponge. Okay. Wer es braucht. So, zack. Das Schöne ist, dass der Redstone Furnace auch flott ist. So ein Ding werde ich mir nämlich dann auch in die Küche setzen. Daher muss die Küche eigentlich hier oben direkt drüber dann, damit ich hier von hier unten die Leitung hochlegen kann. Da werden wir dann vielleicht auch schaffen, ganz oben auf dem Berg Solaranlagen hinzusetzen. Die bringen ja doch ein bisschen was. Zack, zack. Da brauchen wir 2 von. Okay, wir haben das, wir haben das. Wir haben die Kopperdinger. Wir müssen den machen. Na? Oh Gott. Nein! Jetzt fehlt uns doch wirklich mal ein bisschen Eisenohr. Naja, was soll's. Ab in den Pulverrisser. Langsam geht ihm auch die Energie aus. Oh, der ist schon ganz leer. Wir müssten Kohle holen. Vielleicht haben wir auch Glück und kriegen sogar noch Zusatz davon. Aber das soll mir jetzt erstmal reichen. Daher jetzt schnell die durchgebrutzelt. Ich will das ausprobieren, ob der das kann. Vielleicht brauche ich das Ding sonst gar nicht. Aber die Möglichkeit besteht. Und da bin ich echt drüber weggegangen. Und Humpa. Mr. Wasch. Wir haben genug Holz vor der Hütte. Soll er das erstmal verbraten? So. Ziel, wir kommen. Wieder erstmal alles hier gegen Glas ausgetauscht. Und wir brauchen. Ach, liegt irgendwie, haben wir sogar schon drin, ne? Ach, die Copper Gears fehlen uns noch. Eieieiei. Haben wir noch genug Copper hier drin? Eieieiei. November der 3. Jawohl. 5.30 Uhr. Das heißt, ich muss mich auch bald um mein lecker Happy kümmern, mein Abendbrot.
Falls ihr euch jetzt fragt, was sich der böse Wolf heute Abend macht, in Anlehnung an den Schnitzelkönig im Harz, mache ich mir heute Abend ein schönes Schnitzel. Ich weiß noch nicht, ob ich Pommes oder Kroketten dazu machen. Muss ich noch gucken, was in der Truhe rumgeistert. Und dazu eine selbstgemachte Chili-Käsesoße. Yum, yum, yum. Und wer jetzt da sitzt und sich denkt, du mieser Kerl, jetzt muss ich sabbern. Darum bin ich der böse Wolf. Los, komm, mach hin. In der Zeit ist das da schon durch. So, rum da. Hoch damit. Hui. So, 4 Stück brauchen wir, glaube ich, dann noch. Ja, das sollte reichen. Ich muss mir unbedingt noch so einen bauen. Stronghold. Ja, wir bauen dann diesen wieder. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie hat den Verdacht, dass der... Naja, 4 Tin auch... Er ist nicht wirklich teurer. Es kommt aufs Gleiche raus. Alles klar. Wie gesagt, Energiespeicher brauchen wir. Aber was man hier alles Tesserakt. Ah, ich liebe die Item-Tesserakte. Ja, ich erinnere mich. Wir können natürlich auch Deep Storage Units benutzen. Die sind ja auch noch weiterhin vorhanden. Aber ich glaube, mit den Barrels laufen wir schon ganz gut. Falls wir mit irgendwas dann mal wirklich ganz an die Kante stoßen, kann man ja immer noch auf Deep Storage umsteigen. Für bestimmte Sachen, aber ich bezweifle es. Wir haben keine Quarry am Laufen. Und ein gescheiter Quarry-Ersatz ist mir jetzt noch nicht über den Weg gelaufen, kenne ich jetzt persönlich noch nicht. Könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch da eine Idee ist. Hey, bau das doch. Bin ich natürlich nicht abgeneigt. Zack, zack. Und das bitte. Und danke. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich habe hier doch bestimmt schon irgendwo so einen... warte mal, da müsste in der Geschmeidekiste sein. Einen Certus Quartz. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich Try-and-Error-Verfahren. Ich will es einfach ausprobieren. Muss ich dich auch noch? Ja, konfigurieren sollte ich dich vielleicht. Dass du im Moment nichts machen sollst. So, und jetzt versuchen wir es einfach mal. Es funktioniert. Achso, er hat noch gar keine... Er ist energielos. Du frisst zu viel, oder was? Gucken wir mal, kriegt er hier mal so ein bisschen? Ja, so langsam kriegt er ein bisschen. Ja, aber das funktioniert leider nicht. Ich hatte es gehofft. Ich hatte es gehofft, dass ihr damit diesen dusseligen... Charged Items with Earth, ja. Dass wir es damit hinkriegen, aber das funktioniert anscheinend nicht. Cool, wir haben ein bisschen Gold rausgekriegt, yeah. So, dann okay. Ein Versuch war es doch wert. Denn wer nicht versucht, der wird es nicht erfahren. Was ich jetzt, wie gesagt, trotzdem lieber bräuchte, wäre ein Energy Cell für... dann bräuchte ich für die Hardet. Dann müsste ich... Invar. Jau. Ferris und Iron macht Invar. Geht eigentlich sogar. Ja, geht sogar. Könnten wir also gut machen. Für Energie. Was kostet denn... was bräuchten wir denn hier für die Reds? Für das Ding, was dann 10 Millionen speichert. Ja, Lead Ingot, kein Problem. Aus Elektrium. Elektrium kriegen wir auch. Na komm, gucken wir da mal. Zack, zack. Wo ist es? Induction Smelter, ja, ist jetzt mit Gold und Silber, könnten wir auch machen. Oder über den Alloy Smelter, Gold und Silber, kriegen wir es auch. Das können wir wirklich alles schon herstellen. Ich bin jetzt gerade echt geneigt. 50 Millionen, die brauchen wir doch nicht.
Was brauchen wir denn dafür? Nee, da brauchen wir Enderpearls für. Induction-Smelter vor allem. Dafür müssen wir eine Möglichkeit, eine Wüste finden, wo wir vielleicht die Flowers finden oder in den Nether gehen. Sulfur, ja. Sulfur haben wir, glaube ich, ja schon. Cool, das ist auch nicht, aber da ist das das Problem. Und schlimmer ist eigentlich das hier. Ja, nee. Nö, 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 nö. Wir gucken nochmal hier eine Etage weiter unten. Lied. Ingot, kein Problem. Das da, kein Problem. Redstone Energy Frame. Geeks, da braucht man ja. Da sind wir dann auch schon wieder ein bisschen weg. Stimmt, ich habe vergessen. Für den brauchen wir es nicht. Den können wir wirklich einfach bauen. Okay. Dafür müssen wir nur den davor bauen. Und dann halt noch Invar außenrum. Und Invar hatten wir schon gesagt. Dass wir das über Eisen und Ferris kriegen. Ah, jo. Ferris müssen wir haben. Zwei Eisen müssen wir haben. Ferris macht blau. Ferris haben wir. Also ich glaube, da werden wir in der nächsten Folge vielleicht zumindest das mal schnell bauen. Schnell ist gut. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Während ich runterlaufe und einen Stack Kohle erstmal für unseren Generator da besorge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch von euch freuen. Und natürlich auch über Kommentare. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Bevo's Tech Pack Minecraft. Tschüss.